Folge jetzt meiner chilligen Lo-Fi-Fußball-Playlist auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Erster Link in der Beschreibung. Robert Lewandowski, bisher eher eine tragische Figur im polnischen Nationalmannschaftstrikot, hat endlich getroffen, sein erstes WM-Tor. Er hat sich sowas von gefreut, er hatte Tränen in den Augen, hat die Augen zusammengekniffen, konnte es nicht glauben. Und ja, Polen tat sich sehr schwer mit Saudi-Arabien. Sie gingen zwar 1-0 in Führung, aber ich muss sagen, in der ersten Hälfte war Saudi-Arabien das klar bessere Team. Die haben genau dort weitergemacht, wo sie gegen Argentinien aufgehört haben, ein bockstarkes Spiel gemacht für ihren Kader her. Haben sie so mutig gespielt, Polen stellenweise komplett überfordert. Aber sie haben das Tor nicht gemacht. Lewandowski leitet dann das erste Tor mit ein. Und danach gab es sogar noch einen Elfmeter, den Szczęsny überragend hält und sogar noch den Nachschuss abwehrt. Unfassbar. Im zweiten Hälfte war dann Polen, fand ich stärker, hatte dann auch zwei Aluminientreffer, ehe dann der letzte Mann den Ball gegen Robert Lewandowski verliert. Sehr, sehr, sehr bitter. Lewandowski hat es gefreut, macht das Ding natürlich rein. Und damit gewinnt Polen hier 2-0 und damit haben sie alle Chancen aus Weiterkommen. Also sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Sie haben das erste Spiel gegen Mexiko unentschieden gespielt, das zweite Spiel 2-0 gewonnen. Es sieht so aus, als wäre Polen damit fast sicher weiter. Man weiß es aber nicht, kann natürlich noch viel passieren. Ich habe jetzt auch nicht alle Konstellationen im Auge. Es spielt ja auch noch Mexiko zum Beispiel gegen Argentinien. Aber da muss Argentinien natürlich aufpassen. Wenn Argentinien jetzt verliert, ja, wäre es das ja fast sogar schon für Argentinien. Das wäre dann, ich hoffe, das wäre es dann, ja. Dann wäre, damit wäre Argentinien raus. Ja, ich lege mich gerade fest, wenn ich die Tabelle angucke, wenn jetzt Mexiko gewinnt, würde das ja bedeuten, dass Messi und Co. nur noch 3 Punkte überhaupt kriegen könnten. Mexiko hätte aber 4 und Polen hätte 4. Das heißt, wenn heute Messi verliert, ist er raus. Ich denke nicht, dass es passieren wird, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach. Alle Fußballlieder von den Vereinen, die du liebst, findest du in einer chilligen Lo-Fi-Version auf Spotify und Co. Erster Link in der Beschreibung. Wäre richtig cool von dir, wenn du folgen könntest. Danke.